Jingle bell, 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 bell. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Adventskalender, Türchen Nummer 16 zusammen mit dem Colin. Hi! Hi! Ich bin mega gespannt, wir spielen die Prognose Freiburg gegen Bayern. Ich habe ein geiles Headset auf, weil wir das Ganze über PlayStation Party machen. PlayStation Party ist halt echt scheiße, das zu machen. Ich höre nämlich den Colin nur ein bisschen später, immer so 1-2 Sekunden später, deswegen ist es halt komplett komisch, aber keine Ahnung, mussten wir heute so machen, weil technische Probleme, dies, das. Freiburg gegen Bayern wird absolut verrückt. Ich spiele Freiburg, weil die zu Hause spielen. Lasst uns rein starten für eine geile Prognose. So Leute, damit starten wir in die Prognose Freiburg gegen Bayern. Was tippst du in echt für das Spiel? 4-1 für Bayern. 4-1 für Bayern? Also ich, ja. Nachdem ich das Spiel von vor 2 Tagen gesehen habe, Freiburg gegen Hertha, das ist schon echt schwierig. Also normal hätte ich gesagt, es wird ein knappes Spiel. Aber da jetzt Freiburg auch gegen Hertha eigentlich schon ziemlich schwach gespielt hat, ich denke auch, dass das realistisch ist, so ein 3-1, 4-1, sowas. Ich weiß nicht ganz genau, ich kann mich nicht festlegen. Es ist gar zu stressig, mich zu konzentrieren und einen Tipp abzugeben. Alter! Pfosten, Goretzka war es, glaube ich. Komm, renn doch schneller, Alter, wie langsam die im Vergleich zu Gnabry sind. Oder zu Bayern allgemein. Jetzt Höhler. Oh. Höhler. Ah, guck mal, wie schnell der ist. Das ist krass, ey. Das ist so heftig. Und 1-0 Bayern. Da direkt weggedrückt. 1-0 Bayern. Coutinho. Nicht schlecht gemacht. War gut gespielt. Leute, ich hoffe echt, dass man den Colin gut hört, denn... über PlayStation Party ist er natürlich auf der gleichen Tonspur wie FIFA. Ich hoffe nicht, dass die Fans jetzt zu laut sind oder er zu leise oder irgendwie oder keine Ahnung. Ich hoffe, dass einfach alles passt. Oh, jetzt Höhler. Höhler. Und ja, da ist Waldschmidt. Haber. Ah, was ein Dreck. Ich komme da nicht durch. Boah, da ist echt kein Durchkommen bei dieser Verteidigung. Das ist unglaublich. Das ist so schwer und die sind auch immer schneller als ich. Die sind, das ist so ein Klassenunterschied einfach. Das ist hast du Kumans Verletzung gesehen? Ja, hab ich. Jetzt! Nein. Sorry, aber da musste ich rüberpassen für den Ausgleich. Jawoll! Nils Petersen. Ah, ich sweate fast immer, weil ich meine, in echt würden sie es ja genauso machen. Also in echt würden sie es genauso machen, wenn so eine Chance gekommen wäre. Und dann halte ich es auch für realistisch. Dann halte ich es auch für realistisch, das hier zu machen, deswegen habe ich es auch hier gemacht. Nils Petersen, 1-1. Halbzeit 1-1, das ist schon mal gut, dass ich mich da retten konnte. Dein Tipp 1-4 könnte immer noch hinhauen, wenn du das 3-Tor in der zweiten Halbzeit machst. Jetzt musst du dazwischen gehen, komm schon, Mann, geh doch in den Zweikampf, genau so. Jawohl. Gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi, Günther, was? Jetzt, jawohl. Nein. Sehr schön. Ja, da ist kein Durchkommen, das ist so krass, ey, das ist heftig. In vielen Spielen konnte ich die ganze Zeit. Oh! Und Nils Petersen verkackt's. Ich habe zu lange gebraucht. Als ich ihn quergelegt habe, habe ich zu lange gebraucht. Das klappt hier gerade gar nicht. Ich komme da null durch. Jetzt die Flanke auf Petersen. Freiburg geht in Führung. Was ist denn hier los? Nils Petersen und die Freiburger. Da kann er sich durchsetzen. Neuer hätte ihn eigentlich irgendwie auch kratzen können. Ich habe dir vorhin gesagt, Nils Petersen, der muss spielen. Und jetzt macht er 2 Tore.
Ja, jetzt kann ich mal kontern. aber. Das ist jetzt mal ein Konter. Das ist Nein! mal ein Konter. Und da ist Höhler. Und da ist Waldschmidt. Und da ist das 3-1. Das war mal ein Konter. So will ich das sehen. Die Bayern, die Ja. müssen halt nach vorne jetzt riskieren. Die müssen Gas geben und laufen dann in einen Konter. Wechsel des Jahres. Tolisso und Müller kommen. Oder? Nee. Ja, ein Fiete. Ab ist das was? Petersen. Petersen im Nacken, Süle, das macht ihm nichts aus. Ah, nur Time Finish, das ist mies. Jetzt kommen die Bayern und Schwolo. Nachspielzeit schon. Nachspielzeit, da ist nochmal Alaba. Komm mal weg. Jawohl, Freiburg gewinnt 3 zu 1 zu Hause gegen die Bayern. Wenn das in echt passiert, eieiei, hoffen wir es mal nicht. Also ich hoffe es jedenfalls nicht. Wir gehen rein in die Challenge, let's go. Dann nochmal. Machst du nochmal, ja. So, das ist dein erstes Team jetzt quasi. Das ist dein erstes Team. Jetzt komme ich dran und ich krieg, Alter, Ajax Amsterdam. Die nehme ich, Alter. Da riskiere ich nichts mehr, Alter. Viereinhalb Sterne, da riskiere ich nichts mehr. Die nehme ich. So, Jetzt du auf Anlage darfst. Willst du basteln. nochmal oder bleibst du bei deiner Mannschaft? Ja, ich mache wohl noch mal. Okay, USA. Jetzt hast du 3 Sterne. Also ich bleib bei der. Du Ja, kannst entscheiden, nimmst du die oder dann machst du nochmal. ich mach noch mal. Oh, und du hast Ja. tatsächlich Glück gehabt. Das war gut. Das war gut, dass du gesagt hast, du machst nochmal. Jetzt ist es relativ ausgeglichen. Crazy. So Leute, damit starten wir rein in die Challenge. Und das ist die No Rules Challenge. Keine Regeln, kein Abseits, keine Fouls. Ich bin gespannt. Wird ein Krieg. Aber wir haben gar keine schlechten Mannschaften. Beide nicht. Also. Marin! Alter, ich dachte schon, er macht die nicht. 1 zu 0 nach 3 Minuten kann man machen. Das ging schnell. Schöne Ballstaffetten da und jetzt ist er in der Mitte frei und macht es ganz, ganz cool, aber neben das Tor. Da kommen sie Nein. schon wieder und diesmal wieder der Lupfer, wieder nicht drin. Oh, das finde ich Nein. gut. Ah, ganz viel Pech für dich. Da unten ist Platz und in der Mitte oder oben oder wo auch immer ist das 2 zu 0 durch Promes. Läuft. Nein. Ja. Der Torwart ist so gut, du hast schon 3 Chancen vergeben. Also du spielst auch gar nicht schlecht gerade, aber Pech dabei, Pech dabei. Bei mir ist Glück dabei, weil da kommen die Nein. Bälle relativ gut und guck mal, wie schnell der da ist. Wie schnell der ist. Und da ist es das Nein. 3-0. Das ist schon ein bisschen schade jetzt. Es tut mir jetzt schon echt leid, weil du spielst halt echt auch gut, aber bei dir gehen die Dinger nicht rein und bei mir gehen sie rein. Nein. Bullshit. Nein. Ja. Das war jetzt Wieso? ein Kacktor. Also es ist verdient in der Summe auf jeden Fall, aber das war jetzt das. Also da waren alle anderen Schüsse von dir schöner als das. Ey, die sind so schnell da, das ist krass. Das ist krass, echt. Na. Das ist so krass. 4-1. Nein, scheiße. Nein, du Nein! bist Ich habe versucht, den Torwart nicht. gut zu stellen, aber das hat's dann noch mehr versaut, glaube ich. Der ist wieder millionenmal schneller als dein Spieler. Da sind wir. Und das ist. Das 5 zu 2. Das war schön. Und rüber. Nein! Jawohl. 6 zu 2. Promise. Ich finde das krass. Okay, jetzt Huntelaar, Huntelaar, Huntelaar. Hey. Da ist er. Huntelaar, Huntelaar, Huntelaar. Yes. Da ist es. Das 7 zu 2. Leck mich doch am Arsch, Alter. So ein hohes Ergebnis hatte ich echt selten. Alter, was ist hier denn los? Das tut mir echt leid. Ich hoffe, dass du mir nicht böse bist. Nein.
Direkt D-Abo. Ich sag einfach so, mit Schalke hätte ich gewonnen. Nein. Ja, gegen Ajax machst du nix. Das ist sauheftig, was die machen, echt. Also ich fand, da waren auch echt schöne Tore dabei, muss ich auch echt ehrlich sagen. So. Also crazy gespielt, 7 zu 2. Heiliger Strohsack war das heftig. Das war echt verrückt. Naja gut, nichtsdestotrotz, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Wertung da. Ich bedanke mich bei dir, beim Colin, dass du dabei warst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei Türchen Nummer 17. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.